Hi Leute, willkommen zurück. Ich hoffe, es geht euch gut. Wie ihr seht, ist hier die Frau Klempnerin, die hoffentlich meine Toilette wieder reparieren kann. Die ist nämlich etwas kaputt. Müssen wir erstmal hier drauf gehen. Schauen wir mal, ob sie das hinkriegt. Oha. Okay. Aus dem Nichts ist sie einfach aufgetaucht. Ja. Dann werden wir jetzt mal zuschauen, was sie denn da jetzt macht. Lecker, lecker, lecker. Ja. Okay, erstmal das Wasser abgedreht. Okay. So, du schläfst. Du bist gerade im Bad, das heißt, du könntest es ja hier säubern. Okay. Okay. So, ja. Machen wir da. So. Waschmaschine dann stecken. So, jetzt ist die Toilette wieder sauber. Hat sie gut gemacht. Sehr gut gemacht. So, irgendwie ist ja die Toilette nach der letzten Party kaputt gegangen. Keine Ahnung, was sie da gemacht haben. Also, obwohl eigentlich, ja, da. Die Wand ist natürlich nicht so gut. Wo läufst du mit der Wäsche hin? Ach so, du sammelst es mit. Ah, okay. Machen wir mal so. Ach, du sammelst erst im ganzen Haus die Wäsche auf. Sehr interessant, sehr interessant. Liegt denn da noch Wäsche? Ach. Okay. Also das ist ja wie bei den richtigen hier. Einfach vorm Bett geschmissen, die Wäsche. Macht ihr sowas auch? Dann gerne mal in die Kommentare. Auch wenn ihr so ordentlich seid, auch mal gerne in die Kommentare. Oder ob ihr das einfach so vorm Bett liegen lasst. Gib ich zu, mache ich auch manchmal. Ich dachte hier, okay. So, jetzt werden die Sachen hier gewaschen. Zack. Und einschalten. Geht anscheinend von alleine. Okay. Ja, wie ihr sehen könnt, habe ich die ganze Party-Deko abgehängt. Und was ich beim nächsten Mal probieren will, ist, wenn ich noch eine Bar hinstellen und ein Barkeeper einstellen, dass das dann besser funktioniert. Kann ein bisschen schlafen, dass man da. Was siehst denn du überhaupt aus? Oh, guck mal. Ich glaube, du stehst gleich so ein. Schlaf mal. So. Ja, auf jeden Fall nächste Party einen Barkeeper einstellen. Dass sie nichts selbst machen müssen. So, jetzt haben wir 6 Uhr, die gehen dann gleich alle arbeiten. Spulen wir ein bisschen vor, dass wir die Zeit ein bisschen rumkriegen. Dann kann der in die Schule. Dann die. Ja, ich weiß gar nicht. Kann sein. Irgendjemand hätte doch, glaube ich, frei gehabt. Ich glaube, da. Der war das, der hat frei. Joe. Ja, ein bisschen schneller spulen. So, wo bist du? Zack. Dann geh mal zur Schule. So. Nee, nicht spielen. Schule.
Ich glaube, bei Sims 1 oder Sims 2 war das gewesen. Da kam dann immer dieser Schulbus. Hat dann die Kinder eingesammelt. Aber ich glaube, den gibt es jetzt nicht mehr. Wie ist das hier? Ist keine Ausrückung. Zur Schule gehen. Muss ich da jetzt jedes Mal draufklicken? So, und jetzt? Auf einmal gehst du weg, oder? Wieso gehen ja nicht alle selbstständig zur Arbeit? Meine Güte, das ist ja schlimmer. Wie so ein Kleinkind. Auf geht, alle arbeiten jetzt. Müsst Geld verdienen. Also mit der Partyaktion habe ich ungefähr so 3000 Dollar verloren. Aber das hier. Was können wir da jetzt machen? Achso, erstmal noch zu dem Thema zurück. Ich habe die Party-Sachen gekauft und wenn du sie verkaufst, kriegst du ja nicht genau das gleiche Geld wieder. Ist ja klar, ist ja dann gebraucht. Und das hat mich jetzt ungefähr ja, 3 gekostet. Es steht da jetzt richtig Gaunerei. Okay. Okay, ja, was will denn da machen? Machen wir mal das andere. So, erstmal hier zur Arbeit gehen. Auch zur Arbeit gehen. So, du hast nichts. Du bist jetzt bist nicht bei der Arbeit. Schläft sie hier? Ich glaube, es geht los hier. Zur Arbeit gehen. Du musst auf jeden Fall gucken. Wo bist du denn? Ach, da. Am PC. Hier war das. So, gucken wir jetzt hier nochmal ganz kurz rein. Ich weiß gar nicht, was da überhaupt irgendwie mal, in welche Richtung er eigentlich mal gehen sollte. Wenn ihr mal eine Idee habt, mal gerne in die Kommentare rein, was er mal arbeiten soll, wo er studieren soll. Da habe ich nämlich jetzt nicht viel Plan. Okay, und was kann man denn hier machen? Ach, kriegst du sogar Spezial. Ist das einfach nur irgendwie jetzt gerade so umgedreht? Okay. An die Uni bleiben. Mal gucken, ob wir jetzt schon was raussuchen müssen. Warum klingelt dein Telefon? Ah, ups. Tja, gucken. Ob ich jetzt da eine raussuchen muss an Uni. Er ist glücklich. Das gefällt mir schon mal. Komm, halt dich mal ein bisschen. Ah, okay, das heißt, die werden sich melden. Oh, stimmt. Das sollten wir eigentlich mal nach der Post gucken, ne? Wo haben wir hier im Briefkasten? Ach, das ist er, ne? Okay. Ich dachte gerade, wäre vielleicht schon die erste Stromrechnung oder so da. Aber nee, ist noch nichts da. Was hast du? Werden die eigentlich mit der Zeit wertvoller?
glaube. Nee. Das hier ist eigentlich schon viel wert. Wer hat denn das hier gemalt? Der fiel die Paula gemalt hier. Achso, und da bist du ja gerade am Malen. So. Bisschen spulen. Ich bin erstmal gespannt, wie das dann ist mit dieser Uni. Okay. So, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich machen soll. Eh alle arbeiten. Also, sagen wir mal hier heute einen Schlussstrich. Dann können sie. Ja, du kannst jetzt pennen gehen. Auf deine Luftmatratze. Schlafen. So. Und wir schlafen jetzt auch. Okay, jetzt kommen sie alle nach und nach wieder. Hä? Eine kleine Strahlperson? Egal. Na gut. Das ist heute etwas kürzeres Video. 12 Minuten sind wir jetzt gerade. Die WG-Party vom letzten Mal, die kann ich euch nochmal hier oben verlinken, falls ihr die nicht gesehen habt. Und könnt mir gerne ein Abo dalassen, würde ich mich sehr freuen. Und ja, was sage ich denn sonst noch immer? Macht's gut. Bis nächste Woche dann. Und bleibt schön anständig. Bis dahin. Eine schöne Zeit.